Zuletzt bei Life is Strange Before the Storm. Nach der sehr emotionalen Nacht mit Rachel kommt Chloe daheim an und gönnt sich erstmal eine Dusche. In 2 Stunden trifft sie sich gemeinsam mit Rachel und Frank auf dem Schrottplatz, da Frank den beiden dabei helfen kann, in Kontakt mit Sarah zu treten. Gemeinsam mit David begibt sie sich ebenfalls auf einen Pfad der Versöhnung und hat sich nun den Werkzeugkasten ihres verstorbenen Dads genommen, um den Truck auf dem Schrottplatz zu reparieren. Was geht, meine lieben Freunde? Willkommen zurück bei Life is Strange. Wir müssen ein Auto reparieren und ich bin nicht der beste Dude, aber ich nehme jetzt mal diesen Schraubenzieher, also der beste mechanische Dude. Und mit Hilfe des Schraubenziehers werde ich jetzt das Scheißteil überprüfen. Kein Schimmer, ob das klappt. Wirklich nicht. The distributor cap looks pretty gross. Okay. I need something small to scrape the gunk off the cap. Ja, da ist doch unser Schraubenzieher perfekt, würde ich sagen. Da habe ich direkt gewusst, Leute, dass ich hier den Schraubenzieher brauche. Das habe ich mit meinem Mechanikerauge direkt gesehen. Ich habe echt Respekt vor sowas. Also ich bin handwerklich wirklich eine Flasche. Also ich sag mal, ich kann so ein bisschen so heimarbeiten. Ich habe meine Klospülung habe ich mal repariert. Und ich habe mal in meiner Dusche ein bisschen rumgefuhrwerkt, so was so Duscharmaturen angeht. Aber, das muss ich auch wieder anbringen. Aber wenn es um Autos oder sowas geht, oder, I don't know, Feierabend bei mir, wirklich. Also das sind auch Sachen, die ich irgendwie auf jeden Fall noch lernen will irgendwann. Max, ich glaube, ich will ein Tattoo. Ja, ich weiß, es ist permanent, richtig? Aber das ist das Ding. Das ist es nicht. Nicht wirklich, weil wir alles andere als permanent sind. Komisch, wie viel simpler das Leben ist, wenn man daran denkt. Wie meine Haare. Ich wollte wissen, wie sie in Blau aussehen würden. Also tat ich es. Sieht klasse aus. Eines Tages färbe ich sie komplett blau. Und wenn es dir dann nicht gefällt, na, was soll's. Sie fallen sowieso alle irgendwann aus. Siehst du, wie das funktioniert? Weißt du, was auch nicht permanent ist? David. Er versuchte echt nett zu mir zu sein, auf die merkwürdigste Art überhaupt. Dann versuchte er eine Verbindung zwischen uns zu schaffen über seinen toten Freund, was... Okay, eine 1 für den Einsatz. Als ich endlich loskam, bin ich ab in die Garage, die David gerade in seine ganz persönliche Arschlochhöhle umdekoriert. Wenigstens habe ich, wofür ich gekommen bin, Papas Werkzeugkasten. Ich wette, die Idee, dass ich mit seinem Werkzeug ein Auto repariere, würde ihm gefallen. Auf zum Schrottplatz, um herauszufinden, ob ich den Truck zum Laufen bringen kann. Ich weiß, es ist nicht dauerhaft, aber ich hoffe, die Bestie hat noch etwas Leben in sich. Chloe, die Abwaschbare. Okay. So, David hat mir geschrieben. Moment. Chloe, David hier. Hat Mama dir meine Nummer gegeben? Ja, hat sie. Ich habe gesehen, du hast den Werkzeugkasten deines Vaters mitgenommen. Arbeitest du an einem Projekt? Mehr oder weniger. Welche Art von Projekt? Sorry, ich bin gerade etwas beschäftigt. Nun, ich bin froh, dich an etwas Interesse zeigen zu sehen. Weiter so. Oh, er ist schon nett. Oh, Gesundheitshinweis wegen Luftqualität. Culmination Nationalpark noch immer aktiv. Feuer im Culmination Nationalpark immer noch aktiv. Mittlerer bis schwerer Rauch erwartet. Begrenzen Sie Freiluftaktivitäten. Oh boy, das Feuer ist immer noch am Start und niemand kriegt es in den Griff. Was geht hier ab? This connection is pretty shaky. Schraubenzieher. I could fix this battery post if I could get a good enough. Ah, nee, da brauche ich die Zange. Okay, alles klar. Moment, dann nehmen wir uns die Zange. Und dann sorgen wir mal dafür, dass die Autobatterie wieder eine gescheite Connection hinbekommt. Ich finde das so cool, dass sie da wirklich so ein eigenes kleines Gameplay-Element daraus gemacht haben. Weil der Truck scheint ja doch eine sehr besondere Rolle hier in der Geschichte zu spielen. Ja, wunderbar. Dann passt das auch. So, das ist, glaube ich, hier, was läuft denn da aus? This thing seems pretty gunked up. I think I should move on to something else. Okay, da kann ich noch nichts machen. Was macht das Dingsbums? Looks like someone tried to patch this thing up sometime before I was born. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Better leave it be. Okay, da kann ich auch nichts tun. Dann schauen wir noch, was ist da? Ich sehe das gar nicht richtig. It's pretty loose. How can I tighten it? Tja, dafür haben wir doch unseren Schraubenschlüssel, mit dem sollten wir doch in der Lage sein.
das Ganze quasi wieder, was ist das, der Zahnriemen? Ah, okay, alles klar. Dann wollen wir den nochmal wieder festziehen. Yeah. Much better. In den heutigen Autos würde das, glaube ich, gar nicht mehr gehen. Da, wo alles so elektrisch ist und so verbaut, dass nur noch der Hersteller irgendwie rankommt. Das ist tatsächlich ein Luxus der alten Autos, dass man einfach viel mehr selber machen kann. Klar kann man heute immer noch viel schrauben, es gibt immer noch große Schrauberwerkstätten, aber Autos bestehen einfach aus viel, viel mehr IT als früher. Also du musst einfach eher Programmierer sein, um da was zu machen. Okay, kann ich den irgendwie wieder freimachen? Maybe. Oh, shit. Sick. Der ist sauber, würde ich sagen. Damit haben wir alles getan. Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. Oh, sie schaut jetzt im Auto ihres Dads. Please, I need you. Yo! Er läuft! Ja. Okay, also man kann langsam über den Schrottplatz fahren, wo die Straßen sehr eng sind. Oder man macht das. Sehr cool. Bauen wir jetzt weiter in unserem Unterschlupf? Junkyard Queen. Where are you at? Coole Jacke. Und wie hat sie sich jetzt so sauber gemacht? Hey. Holy shit. Your hair. It's so badass. I was gonna say hot. But yeah, badass too. Hey. Not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? Hey, Price. Nice wheels. You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? Hey, I thought we were cool after that Drew North thing. Don't you want to be cool? Ich sag mal nichts. Gotta say, I really dig the whole tough girl thing. Frank was right about you. How'd you like to work full time for us?
Don't fucking touch her. Why is it that chicks think it's okay to hit me? But if I lay a single finger on them, suddenly, it's a whole other thing. Frank says you were asking about a client of his. That true? Yeah, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't? Maybe I'll show you. Ist sie mit ihm zusammen oder so? You two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you, but he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. I want to know right now. Why you give a shit about this woman? Ich denke tatsächlich, wenn wir es auch verschlossen machen, werden wir nicht weiterkommen. Ich denke, am ehesten überzeugt man ihn, wenn wir einfach ehrlich sind. So. Und, naja, sagen wir einfach mal eine Freundin. So, das ist das Offensichtlichste. She's a friend. An old family friend. This chick doesn't have any family. Or any friends. Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? No. Tell me where she is. Now, Rachel. Wait a minute. No way. What the fuck is your pro- Rachel? As in, Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon. Your dad's a real piece of shit, you know? We're aware. Not sure what that has to do with us. Me neither. But I'd like to find out. Here's what happens next. No, it's keine Waffe, oder? Come on, man. They're just kids. No, they're not. This one is the fucking DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon! Calm down. We're still talking. Everything's still cool. No need to get crazy. Holy shit. Ja, jetzt musst du auch weitermachen. Das Messer nehmen oder so. Oh, you fucking bitch. Was? Was? Damon! What the fuck? Chloe! Go! Now! Aber es war auch dumm. Warum haben die nicht direkt das Messer genommen? Shit! 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 Hey! Hold on, okay? What the hell? No! Holy shit, guys! Okay, ich habe mit vielem gerechnet.
Aber nicht damit. Ein Glück, dass das Auto repariert wurde. Oh, die Eltern sind da. Die Polizei fragt nach Infos. Rachel is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. She's out of surgery, and now she's resting. Chloe, what happened? It's my fault. I should have listened to you. I even saw your file saying Sarah was connected to Damon Merrick. I know exactly who Damon Merrick is. Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? Yeah. I'm not going to chastise or blame you, Chloe, but I need the whole story. So, I got my dealer to meet us, since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want? I think he wanted to scare us, so he'd stop asking questions about his business. Is that how it became violent? When he found out Rachel was the DA's daughter, he wanted information about you. And how did he know that I'm her father? I called her Rachel. And he figured it out from there. It's not your fault. What happened next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he attacked her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. Die Wahrheit zieht immer, immer, always. What if Rachel still wants to meet Sarah? After all this, I'm hoping she'll finally see reason. Ich glaube nicht. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have, Thank you, Chloe. You saved my world. It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Okay.
Thanks. Oh, Steph ist auch hier. Hey, Steph. How's Mikey? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay, sure. Definitely. Jetzt hat Damon schon zwei Schüler verletzt. Einmal Mikey. I don't think I can. Und jetzt auch noch Rachel. Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. Damn. Are these all firefighters? Achtung, Angestellte des Arcadia Bay Krankenhauses. Aufgrund der erhöhten Anzahl an Patienten, die unter Erschöpfung durch Hitze oder Rauchinhalation leiden, haben wir weitere Krankenzimmer bereitgestellt. Bitte bringen Sie alle neuen Patienten in Flügel B. Konsultieren Sie Ihre Schichtleiter für eine Auffrischung in der Patientenaufnahme. Holy shit. Ja, das sind alles die Feuerwehrmänner, die gegen den Waldbrand kämpfen. So many of these home when Dad died. And not a single one described how I felt. Was ist das hier? Ein Piratenschiff? Being in a hospital this long sucks. I just want Rachel to wake up and then I'll feel better. I owe Frank big time. Can't believe he did that for us. I hope he's okay. Not like I can do anything about it one way or the other. And what about Damon? Is he gonna come after us? I actually feel better knowing that James Amber is on his case. Ugh. That's weird. Ich muss sagen, so ganz verstehe ich den Frust von Rachel und Chloe gegenüber ihrem Dad nicht mehr. Also, klar, ich war auch so, was für ein Spast, so dass er quasi fremd geht, aber nachdem die ganze Geschichte erzählt, nachdem er die ganze Wahrheit erzählt hat, habe ich auf jeden Fall nicht ansatzweise so einen Groll wie die. Oh shit. I know those guys. This doesn't look like the maternity wing. There's a sign for the prenatal class. Oh, das sind die Disney Picknicker. I'm doing this. I'm so excited. You're gonna be a good dad. I guess I'm glad we stole their wine. Frank's business must be booming. Achtung. Shit. Neuerdings kommt es vermehrt zu Komplikationen bei der Narkose aufgrund des Drogenmissbrauchs zu Entspannungszwecken. Bitte machen Sie Ihre Patienten deutlich, besonders denen im Teenageralter, dass sie es zu ihrer eigenen Sicherheit angeben müssen, wenn sie Drogen genommen haben. Seien Sie hartnäckig, wenn Sie die Anamnese der Patienten aufnehmen. Danke. Kann ich in den Mitarbeiterbereich steppen? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich habe echt keinen Schimmer, was ich hier anpinseln kann. Safe irgendwas. Come on. Not that I have any coins anyway. Oh man. Jackpot. Na, dann machen wir doch mal ganz unauffällig hier so ein Rums. Oh shit. Ich will den Riegel haben. Vielleicht können wir mit der Dame reden? Nee. Ja komm, schauen wir erstmal, was passiert, wenn wir noch öfter dagegen boxen. Ich will diesen Riegel haben. Jawohl! Yes. Om nom nom nom. I want like 20 more of those. Und jetzt können wir jetzt können wir es bepinseln. I think this vending machine could be improved. Sehr gut. Oh ja. Yeah. I get it. Die Oma da hinten checkt nix. Nurse, I'll need my forceps to extract this baby Ruth.
Okay, warte mal, wie viel war das? LOL, what? Ich hab 3 übersehen? Was? Wann? Wo? What the hell? Es gab doch kaum Sequenzen, in denen ich rumlaufen konnte. If I want to stay against the citizens of Arcadia Bay aren't feeling so generous. Okay, das ist krass. Sean Prescott. What's he writing to the hospital about? Kann ich das anlesen, ja? Is this for real? Verwaltungsleiter Hofstadter. Einer ihrer derzeitigen Patienten ist Michael North, ein Schüler der Blackwell Academy, der auf dem Schulgelände verletzt wurde. Da die Sicherheit der Schüler eine der Kernverantwortung einer jeden Schule ist, enttäuschte Blackwell in dieser Instanz Mr. North. Ich möchte daher persönlich und streng anonym für seine medizinische Versorgung aufkommen. Falls ich den Prozess irgendwie beschleunigen kann, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Sean Prescott. Hm. Naja, ist doch eigentlich ganz okay. I wonder if Damon Merrick classifies as a biohazard. He's definitely human waste. Ja. Aber auch da wäre es wieder interessant, die Story zu wissen, warum Damon so ist, wie er ist. So, ich glaube, hier ist wahrscheinlich Mikey drin. Das heißt, ich gucke mich erstmal woanders um. More like silent hospitals slowly drive friends and family insane. Hey. Just heard the fire. Those guys look exhausted. You mean it's controlled? Ja, das stimmt. Unless you get stabbed. Eating the right food keeps you healthy and happy. Huh? Süß. Oh, das ist Rose. Hey. Chloe, I can't even express. Thank you. So much. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Your hair. I almost didn't notice it. Oh. Yeah. It's not a big deal. I bet Rachel loves it. I can't imagine what I would do if we lost her. Me too. You've grown so close, haven't you? Yeah. It's weird to think we just met a few days ago. When you meet someone who changes everything, you just know. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. Die ist so lieb. Das ist so eine liebe Frau. No visitors. Huh? Why has my son been assigned to you? I never authorized that he be seen by you. I was assigned because Nathan was becoming quite upset. So they sent a psychiatrist. Because my son was upset. Holy shit. Please, Mr. Prescott. Your son needs serious psychiatric... My son needs nothing from you. He puts down... If I want to stay sane, I need to stay busy. What's there to do around here? Ich find's crazy, dass der Arzt gerade dem Vater von Nathan empfiehlt, für Nathan einen Psychiater zu besorgen. Und der Vater einfach so, nö. Hey, Anthony, was geht, Mann? All right, then. Thank you. Hi. Mr. North? That's me. And you are? I'm Chloe. Here to see Mikey? Yeah. Well. Ach so, das ist das Ende? It was nice meeting you. Likewise. Oh, excuse me. Kann ich nochmal mit ihm reden? Ich hätte ihm gerne was... verdammt. Ich dachte, das wäre so ein so schön... Also das nett, sie kennenzulernen, wäre keine Verabschiedung, sondern so ein hey, cool, sie mal zu treffen und so. Aber damit habe ich wohl das Gespräch beendet. Chloe! Hey, you made it! Hey, Chloe.
Hey. How's the arm, Mikey? I wish it was the other one, so I could draw and stuff. But other than that, it's just broken. Sweet hair, by the way. I bet you could pull off Sailor Mercury. Thanks. Any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. Why? What happened? Rachel was stabbed in the arm by Damon fucking Merrick. Yeah, that's not funny. Shit. You're serious? Fuck that guy. It wasn't because of me, was it? 999. Oh, no. We got our own set of problems with him. That's crazy. The whole thing makes me want to just... I swear, if I ever meet that shithead, I'm gonna... What? What are you gonna do when you meet Damon Merrick? Something terrible. Uh-huh. I am. Like... Yell at him? Like, a lot? In a stage manager voice. That is actually pretty scary. Okay. Throw dice at him. Criticize his taste in film. Okay. A band he's probably never heard of, but should have. Enough. Anyway, we're glad Rachel's okay. You should hang out here till she wakes up. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. Hey, can I sign your cast? Yeah, definitely. Something nerdy. But not too nerdy. Eine Rüstung. Finde ich gut. There you go. Oh, shit. Das ist cool. War das auch was, was ich... Ja, das war direkt das nächste. Oh, boy. Also, laut Graffitis stehen wir ja schon fast kurz vorm Ende. Kann das sein? Those must be from Steph's parents. Holy moly. Ich bin echt, wie soll ich sagen? Kann ich da was drauf kritzeln? Mikey's nurses must love this. Core to admission, cyborg operation, uranium exposure, dragon bite. 6 Zauberbohnen, ein Heiltrank, Kuss einer schönen Frau, behandelnder Arzt, Dr. Bernes. Das ist ziemlich cool. Was geht hier? Look at that. Michael, ich möchte mein tiefstes Beileid für Ihre Verletzung ausdrücken. Ich strebe danach, Blackwood zu einer sicheren Umgebung zu machen, die alle Schüler willkommen heißt. Jetzt erkenne ich, dass ich in diesem Bestreben in vielerlei Hinsicht versagt habe. Ich möchte, dass Sie wissen, dass die Schüler und die Fakultät von Blackwood auf Ihre baldige Genesung hoffen. Blackwood ist sich Ihrer Abwesenheit schmerzlich bewusst. Ich habe sichergestellt, dass Ihre Lehrer bereit sind, alle Ihre akademischen Bedürfnisse zu erfüllen. Aufgrund der Tatsache, dass Sie auf dem Blackwood-Gelände verletzt wurden, kann ich nicht anders, als mich verantwortlich zu fühlen. Ich suche bereits nach neuem Sicherheitspersonal. Falls es irgendetwas gibt, das ich tun kann, damit Sie nach Ihrer Rückkehr sicherer fühlen, zögern Sie bitte nicht, mit mir das mitzuteilen. Mit freundlichen Grüßen, Director Wells. Das ist ja crazy. Und so ist dann wahrscheinlich David an den Job rangekommen. Like he's entering into a cartoon contest. Michael, Erfolg. Ich konnte eine Verlängerung aufgrund eines medizinischen Vorfalls für deinen Eintrag in den Cascade Head Cartoon Wettbewerb rausschlagen. Ich denke, dein Superhelden-Design ist der perfekte Sprecher für die Erhaltung der Meere. Auf eine schnelle Genesung, Miss Cole. Cool. Jo, was geht, Meister? Okay, ich kann nicht mit ihm talken. Doch, ich kann mit ihm talken. Nee, kann ich nicht. Ach, ich kann nur mit beiden reden. Okay, Gadi. Say hi to Rachel for us. We're rooting for her. Werde ich machen. That's cute. I guess. Der Zauberer-Teddy ist wirklich cool. Okay, was ist da unten? Oh, man. Did I miss the robot visit? Geometrie-Hausaufgaben, bla 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 bla. Unser Roboter sieht scheiße aus. Mann, wir brauchen dich. Können wir ihn morgen mitbringen? Oh boy. Alles klar, dann steppe ich mal wieder raus. Hey. Wait up a sec. Sorry I got angry at you yesterday.
about the money. You were just trying to help. Don't worry about it. You were in a really tough situation. A situation I created. When you said that Damon stabbed Rachel, I kept thinking, I'm supposed to look out for Mikey, not bring this shit into his life. Das stimmt ein bisschen. I think you saved us from something so much worse. Thank you. Yeah, sure. Thanks for stopping by. Kein Problem. Chloe, James Amber hier. Rachel ist gerade aufgewacht. Sie würde dich bestimmt gern sehen. Danke. Okay. Und dann beim nächsten Mal werden wir Rachel besuchen. Danke fürs dabei sein, meine lieben Freunde. Das war Life is Strange Before the Storm für heute. Und an dieser Stelle nochmal ein persönliches Dankeschön an Kevin aka Suyeon Kamora für den großartigen Support per Kanalmitgliedschaft. Vielen Dank, Mann.